Schön, dass du hier bist. Kannst du mir mal kurz helfen? Ja. Ist Papa auch drinnen? Nimm du mal. Karl-Heinz, er ist drinnen. Bringst du alles bitte rein, ja? Otto, steckst du? Zeig dich endlich, du fauler Sack. Diese thailändische Kröte, da hört sich ja alles auf Gammel. Der Typ da bei seiner Mutter rum. Sag mal, geh's doch, Otto, was machst du hier eigentlich? Wo bleibt das Bier? Du sag mal, was treibst du hier eigentlich? Deine Arbeit ist da drinnen, auf der Baustelle im Vereinsheim, ja? Karl-Heinz, ich habe Otto darum gebeten, mir zu helfen. Außerdem, er heißt nicht Otto. Und du weißt ganz genau, er mag es nicht, wenn du ihn so nennst. Das ist mir sowas von scheißegal, ja? Ich nenne den Kerl so, wie ich will, solange er in meinem Haus lebt und ich ihn durchfütter. Aber er ist doch mein Sohn. Und ich bin auch noch deine Frau. Und schließlich arbeitet er auch noch für dich. Warum bist du denn so gemein zu uns? Du warst doch früher anders. Ja, früher. Früher warst du auch anders. So mit den Platten kommst du wohl alleine zurecht. Ja? Los, an die Arbeit! Ach ja, gib mir mein Mittagessen, das wirst du wohl mitgebracht haben. Das tut mir leid. Ich bin nicht dazu gekommen. Das ist ja wohl die Höhe. Du vernachlässigst deinen Mann, während du für Claudio die Schützenliesel hier das Essen machst. Und da fragst du mich, warum ich nicht mal so bin wie früher. Es ist eh Schwachsinn, dass die Weiber jetzt schon das Malen anfangen. Die sollen mich erst meine Arbeit machen lassen. Sag mal, was ist denn da? Wer hat denn dir erlaubt, dass du mein neues Auto nimmst, hä? Aber das Auto steht nur vor der Haustür und du fährst doch mit dem von der Firma. Und das Essen muss ich hierher bringen. Ach, da hört sich ja alles auf. Du, wie oft soll ich denn noch sagen? Mein Auto ist für dich tabu. Absolut tabu. Dir werd ich's zeigen. Oh. Was wird denn das hier? Ein Zwergenaufstand oder was? Nein. Schau, dass du an die Arbeit kommst, ja? Und du da oben halt keine Maulaffenfeil, ja? Dafür wirst du nicht gezahlt. Du sollst die alten Steckdosen abmontieren. So, los jetzt, an die Arbeit. So, guck mal, sieht super aus. Können wir das schon mal auspacken hier? Hallo. Ah, Gabi, super, dass du da bist. Jetzt müssen nur noch die anderen Damen eintrudeln, ne? Sonst kriegen wir hier heute gar nichts mehr renoviert. Jetzt mach mal keinen Stress, die kommen gleich schon. Ich gehe mich schon mal umziehen, ne? Jo, aber guck mal, sieht das nicht toll aus? Mhm. Hat Lamai sich doch echt wieder selber übertroffen, oder? Schön, bis gleich. Vielen Dank nochmal. Ich bin echt froh, dass ich dich habe. Karl, es tut mir leid, das war eigentlich mehr. Er ist vorher was untergefallen. Das ist doch nicht schlimm. Es ist doch eh schon mehr als genug. Hast du wieder alles alleine getragen? Warum hast du dir keine Hilfe bei den Männern geholt, Lamai? Lamai? Alles in Ordnung? Hat Karl-Heinz dir wieder Stress gemacht? Der ist immer so ungerecht. Ich kann ihn wirklich niemals recht machen. Er ist auch außerdem gemein zu Otong und vorher hat er mich auch geschlagen. Was? Er schlägt dich? Oh, Lamai, ehrlich, das tut mir wirklich leid. Und das gerade bei dir. Du bist so eine tolle, liebe Frau. Sowas wie dich hat der Mistkerl gar nicht verdient. Und er schlägt dich. Ganz ehrlich, das darfst du dir nicht gefallen lassen. Karl-Heinz? Hörst du mich? Karl-Heinz? Ich glaube, er lebt noch. Ich rufe sofort einen Krankenwagen. Chef? Ach du Scheiße. Hallo? Achtung, hier nichts anfangen. Claudia Sehnert hier. Wir brauchen dringend einen Krankenwagen zum Sportschützenverein. Ja, genau dahin. Wir hatten einen Unfall. Ein Mann ist bewusstlos. Er hat Verbrennungen. Ich glaube, er hat einen Stromschlag bekommen. Ja, bitte beeilen Sie sich. Danke. Starkstrom gewesen sein. Er hat hier am Herd gearbeitet. Aber wie konnte das passieren? Keine Ahnung. Da hätte niemals Strom drauf sein dürfen. Der Chef hat mich extra nochmal die Sicherung kontrollieren lassen. Ja, zum Glück hat er seine Sicherheitsschuhe angehabt. Sonst geht der Schlag durch den Körper und dann direkt in den Boden und dann war's das. Ich muss das mal schnell checken. Die Verbrennung, die sieht so schlimm aus. Du darfst nicht sterben. Lamai, jetzt mach dir da mal keine Sorgen. Das darfst du nicht mal denken. Wir haben noch den Krankenwagen gerufen. Die sind gleich da. Es wird bestimmt alles wieder gut. Leute, irgendeiner hat am Sicherungskasten rumgespielt und die Sicherung wieder eingeschaltet. Das muss die Polizei auf jeden Fall wissen. Wer war das? Ach, unser Asia-Import, hä?
kommst ja wie aufs Stichwort. Wo warst du denn die ganze Zeit, hä? Warst du das? Alter, wolltest du deinen Stiefvater umbringen? Egal, ich werde jetzt die Polizei rufen, mein Freundchen. Und dann wanderst du in den Knast. Setzen Sie sich. Ich möchte Sie erstmal darüber aufklären, dass Sie hier nichts aussagen müssen, womit Sie sich selber belasten würden. Wenn Sie trotzdem aussagen, kann alles, was Sie sagen, vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Haben Sie das verstanden? Gericht? Essen jetzt? Nein, das hat wirklich nichts mit Essen zu tun. Eine Gerichtsverhandlung, das ist mit einem Richter und einem Staatsanwalt und naja, da kann man eben alles benutzen, was Sie jetzt sagen. Deswegen müssen Sie auch nichts sagen, wenn Sie nicht wollen. Ja. Außerdem haben Sie natürlich das Recht auf einen Anwalt. Möchten Sie gerne einen Anwalt anrufen? Was meinte denn Ihr Kollege, der Herr Schöffer, als er gesagt hat, Sie seien Ihrem Stiefvater gegenüber sehr undankbar? Er ist nicht mein Stiefvater. Er will mich nicht adoptieren. Ich auch nicht. Ich hasse ihn. Otong, ich denke, Sie sollten vielleicht doch lieber einen Anwalt anrufen. So wie ich das sehe, haben Sie allen Grund gehabt, Ihrem Stiefvater diesen Stromschlag zu verpassen. Ich werde Sie dem Ermittlungsrichter vorführen lassen müssen. Und es kann gut sein, dass der Sie in Untersuchungshaft stecken lässt. Verstehen Sie Untersuchungshaft? Wissen Sie, was das ist? Nein, kein Gefängnis. Ich war das nicht. Ich muss mit meiner Mutter sprechen. Kann ich meine Mutter anrufen? Ja, natürlich. Und? Erzähl, wie war es gestern noch? Super, hat alles geklappt. Also war echt unkompliziert. Warte mal eben. Oh, ich glaube, Lamai kommt. Lamai! Ja, hallo. Na, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Komm her, setz dich doch erstmal. Sag uns erstmal, wie es Karl-Heinz geht. Also, er liegt bewusstlos noch im Krankenhaus. Und er hat einen Kreislaufkollaps. Und die Verbrennungen sehen so schlimm aus. Und vorher hat Otong mich noch angerufen. Die Polizei möchte ihn nicht gehen lassen. Die Polizei verdächtigt Otong? Soll er etwa in Untersuchungshaft oder was? Dann braucht ihr unbedingt einen guten Anwalt. Nein, er darf auf keinen Fall ins Gefängnis gehen. Und was da jetzt passiert, wenn Karl nicht mehr aufwacht? Muss ich mir jetzt zurück nach Thailand? Lamai, da mach dir jetzt erstmal keine Sorgen. Das wird sich alles klären. Hallo? Herr Vorländer? Guten Tag. Herr Vorländer, guten Tag. Hallo. Herr Chuang, bitte nehmen Sie Platz. So, was haben wir? Die Geschichte mit dem Stromschlag. Hat der Mandant etwas dazu zu sagen? Ich bin unschuldig. Also zunächst einmal möchte ich meinen Befremden darüber zum Ausdruck bringen, dass mein gerade mal 17-jähriger Mandant zunächst ohne Anwalt vernommen worden ist. Aber er ist doch ordnungsgemäß belehrt worden, oder? Ich bitte Sie, er ist noch nicht volljährig. Er ist hier nicht aufgewachsen, er ist der deutschen Sprache nicht vollständig mächtig. Das ist doch überhaupt kein Wunder, dass er mit dieser Situation vollkommen überfordert ist. Zur Kenntnis genommen, können wir jetzt bitte zum Fall kommen? Ja, es gibt überhaupt keine Rechtfertigung dafür, meinen Mandanten hier noch weiter festzuhalten. Warum wundert mich das überhaupt nicht? Er wird von seinem Kollegen Holger Schöffer massiv belastet. Der hat einen Streit zwischen ihm und dem Opfer beobachtet. Ich bitte Sie. Eine Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und seinem Stiefvater. Das kommt doch in etlichen Familien vor. Das ist doch noch lange kein Grund, jemanden umbringen zu wollen. Und außerdem, da waren genügend andere Personen vor Ort, die genauso die Gelegenheit gehabt hätten, die Sicherung wieder einzulegen. Ich sehe da Frau Sehnert, Frau Ellert und seine Mutter.
ob sich die Damen wirklich so mit Elektrik auskennen? Ich bitte Sie, das kann doch jeder, so eine Sicherung wieder einzulegen. Und was ist eigentlich mit diesem Herrn Schiffer? Der legt doch da einen ganz erstaunlichen Belastungseifer an den Tag. Was, wenn dieser Herr Schiffer selbst ein Motiv gehabt hätte, seinen Chef loswerden zu wollen? Sehen Sie so ein Motiv? Das Wort Motiv kennt er wohl nicht. Das ist wie ein Grund. Hatte Ihr Kollege einen Grund, Ihrem Stiefvater so etwas anzutun? Ich weiß nicht genau. Aber er hat gesagt, wir sind Smarotzer. Mama hätte Karl-Heinz nur geheiratet, damit wir besseres Leben haben. Also jedenfalls wird doch hier offenkundig alles versucht, meinem Mandanten diese Tat unterzuschieben. Was ist denn eigentlich mit den Geschäftspartnern oder mit den Konkurrenten von dem Herrn Gleisner? Da gibt's doch auch immer wieder Probleme. Otong, hast du da irgendwas mitbekommen? Kannst du da irgendwas berichten? Ich weiß nicht über die Geschäfte, aber sprechen Sie mit Gabi. Die macht Buchhaltung für Karl-Heinz. Wurde denn der Sicherungskasten eigentlich auf DNA und Fingerspuren untersucht? Ja, laut Kommissar Niebler wurden da zwar mehrere Spuren gefunden, aber nichts Brauchbares. Die Kriminaltechnik ist dran. Was ist eigentlich mit Fluchtgefahr? Ihr Mandant hat ja wohl einen thailändischen Pass. Also ich habe ausführlich mit seiner Mutter gesprochen. Erstens, er ist natürlich hier festgemeldet. Zweitens, er ist noch nicht volljährig. Drittens, er hat wirklich eine ganz, ganz enge Bindung an seine Mutter. Ja, und der Herr Gleisner, der hat Stiefsohn und seine Mutter so an der kurzen Leine gehalten, dass die schon allein aus finanziellen Gründen gar nicht eine spontane Flucht machen könnten. Ja, Sie haben wohl recht. Die Jugend und kein dringender Tatverdacht, der kann gehen. So, Otong, dann steig schon mal ein. Hm? Mein Mandant bleibt vorerst auf freiem Fuß, aber er hat ein verdammt starkes Motiv. Sollte er wirklich beschuldigt werden, seinen Chef und Ziehvater diesem Stromschlag ausgesetzt zu haben, dann droht ihm wegen gefährlicher Körperverletzung oder vielleicht sogar wegen versuchten Totschlags eine empfindliche Freiheitsstrafe. Ich werde deshalb so schnell wie möglich Kontakt mit Gabi Ellers aufnehmen und sehen, ob sie mir vielleicht weiterhelfen kann. Was die Angst von Frau Gleisner vor einer Abschiebung angeht, so konnte ich sie vorerst beruhigen. Selbst wenn Ihr Mann tatsächlich nicht mehr aus dem Koma aufwachen sollte, dann droht ihr und Ihrem Sohn da erstmal keine Gefahr. Frau Ellers? Hallo. Christian Vorländer. Schön, dass Sie sich so kurzfristig Zeit für mich nehmen. Aber natürlich. Wissen Sie, ich kenne Lamaya eher nur flüchtig. Aber meine Freundinnen, bei denen sie putzt, die sind total begeistert von ihr. Sie ist ehrlich, sie ist fleißig. Sie hat wahnsinnig schnell Deutsch gelernt. Sie will sich wirklich integrieren. Karl-Heinz hat so eine Frau wirklich nicht verdient. Und ich möchte Otong und Lamaya eigentlich wirklich helfen. Folgendes. Ich bin auf der Suche nach anderen Personen, die ein Motiv haben könnten, dem Herrn Gleisner so etwas anzutun. Da wird es doch wohl Kandidaten geben, gerade im geschäftlichen Bereich. Und Sie als seine Buchhalterin haben da vielleicht einen Einblick? Was können Sie zum Beispiel über den Gesellen Holger Schäffer sagen? Gab es da irgendwelche Streitigkeiten? Holger, naja, wissen Sie, in jedem Betrieb gibt es mal Ärger, aber das ist ja eigentlich vertraulich. Ja, gut, okay. Da ist was. Aber das kann ich Ihnen nur sagen, wenn Sie mir jetzt versprechen, dass Sie niemandem sagen, von wem Sie das haben. Vertrauen Sie mir. Und mit der Schweigepflicht kenne ich mich als Anwalt bestens aus. Okay. Karl-Heinz hat mich vor circa einer Woche angewiesen, Holger bis auf Weiteres 300 Euro weniger Lohn zu überweisen. Jeden Monat. Was? Ja, mit welcher Begründung? Er hat gar nichts gesagt. Das macht er öfter, wenn seine Mitarbeiter irgendwelche Schäden in der Arbeit anrichten. Dann zieht er denen das einfach vom Lohn ab. Da wird der Herr Schiffer ja alles andere als erfreut gewesen sein. Höchste Zeit, dass ich mal mit ihm spreche. Wissen Sie, wo ich ihn jetzt finden kann? Ja, klar. Den habe ich vorhin noch im Vereinshaus gesehen. Der arbeitet wieder an der elektrischen Anlage weiter. Vielen Dank für den Hinweis. Ja? Tschüss. Tschüss, Herr Vorländer. Erklär, warum so wenig Geld auf unserem Konto ist? Dein Lohn muss längst eingegangen sein. Du weißt genau, dass ich heute das Kinderbettchen kaufen wollte. Entschuldigung, sind Sie der Herr Schäffer? Ja, warum? Christian Vorländer, mein Name. Ich bin der Anwalt von Ihrem Arbeitskollegen Otong Juan.
Könnte ich Sie mal kurz unter vier Augen sprechen? Unter vier Augen? Wieso? Hören Sie mal, ich habe gerade wirklich keine Zeit für irgendwelche komischen Extragespräche oder sowas. Außerdem kann meine Freundin ruhig alles mithören. Die weiß schon ganz genau, was diese thailändische Kröte mit dem Chef gemacht hat. Vorsicht mit Ihren Äußerungen, die im Übrigen völlig haltlos sind. Mein Mandant, der hat mir schon erzählt, dass er da regelmäßig von Ihnen drangsaliert wird. Und bislang wusste er leider nicht, dass er sich dagegen auch rechtlich zur Wehr setzen kann. Aber ich werde ihn da gerne aufklären. Na gut, wie Sie wollen. Dann werde ich eben vor Ihrer Freundin darüber sprechen. Es geht ohnehin offenbar um das gleiche Problem, mit dem Ihre Freundin heute zu Ihnen gekommen ist. Ist es zutreffend, dass Ihr Chef bei Ihnen eine Lohnkürzung von monatlich 300 Euro angesetzt hat? 300 Euro? Und ich weiß von nichts? Wann bitte wolltest du mir davon erzählen? Außerdem, wie stellst du dir das vor? Jetzt, wo das Baby kommt, brauchen wir jeden Cent. Kannst du mir das bitte mal erklären? Ja, tut mir leid, mir ist da so ein Messgerät kaputt gegangen. Ja toll, dann kann ich das mit dem Kinderbettchen jetzt wohl auch vergessen. Und du wolltest mich noch hinhalten, ich fass es nicht. Selber schuld? Sie wollten ja partout nicht mit mir unter vier Augen sprechen. Kann es vielleicht sein, dass Sie Ihrem Chef wegen dieser Lohnkürzung mit einem Stromschlag eins auswischen wollten? Sind Sie jetzt total bescheuert? Sagen Sie mal, langt Ihnen das mit Silvia nicht oder was? Wollen Sie mich jetzt unbedingt noch bei der Polizei anschwärzen? Ja, Sie können mich mal, ich rede kein Wort mehr mit Ihnen. Vorländer? Frau Gleisner, was gibt's Neues? Ihr Mann ist aufgewacht? Das sind ja mal gute Neuigkeiten. Hören Sie zu, ich muss so schnell wie möglich mit Ihrem Mann sprechen. Können wir uns vielleicht im Krankenhaus treffen? Prima, bis gleich. Wiederhören. Ich muss den Herrn Gleisner sofort sprechen, um in Erfahrung zu bringen, ob er von seinem Gesellen in irgendeiner Form bedroht worden ist. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass der Herr Schöffer nicht die ganze Wahrheit sagt. Wenn ich herausfinde, dass er versucht, meinem Mandanten diese Taten in die Schuhe zu schieben, dann werde ich dafür sorgen, dass er sich wegen falscher Verdächtigung verantworten muss. Du, und du möchtest wirklich nichts trinken? Nee, du lass mal. Ich habe eigentlich gar keine Zeit, das ist lieb von dir. Ich bin ja nur kurz vorbeigekommen, um dir zu erzählen, dass gestern der Anwalt bei mir war. Und dem habe ich die Geschichte von Holger erzählt. Fand er sehr interessant. Ja, super. Dann läuft's, würde ich sagen. Hm. Also das wird Otong definitiv entlasten. Dem Holger ist der Anschlag zuzutrauen. 100%ig. Ich habe den letztens gesehen und beobachtet mit seiner Freundin im Supermarkt. Ganz ehrlich, das ist schon genauso Macho-Fiesling wie Karl-Heinz. Echt wahr? Echt. Verschwindet. Beide, und zwar sofort. Bin schließlich hier, um gesund zu werden. Da kann ich so eine Pest wie euch als letztes brauchen. Aber was soll das denn? Was haben wir dir angetan? Ach, frag nicht so blöd. Raus. Bitte warten Sie draußen kurz auf mich, ja? Ja. Sie, wer sind Sie? Mein Name ist Vorländer. Ich bin der Anwalt Ihres Stiefsohnes. Ach nee. Der hat schon einen Anwalt. Und wer zahlt das? Lassen Sie das mal meine Sorge sein. Sie können mich natürlich auch gerne rauswerfen, aber ich empfehle Ihnen dringend, sich mit mir zu unterhalten. Es sollte doch in Ihrem ureigenen Interesse sein, herauszufinden, wer Ihnen diesen Stromschlag zugefügt hat. Ach was, und Sie wissen das natürlich. Herr Gleisner, entschuldigen Sie die Störung. Guten Tag. Guten Tag. Die Blumen wurden gerade für Sie abgegeben. Für mich? Ja. Dann geben Sie mal die Karte her. Ja, bitteschön. Nanu, also Ihrem Gesichtsausdruck nach scheinen das keine guten Nachrichten zu sein. Hat das vielleicht was mit unserem Fall zu tun? Quatsch, das geht Sie nichts an. Halten Sie sich doch raus. Ich weiß sowieso nicht, was das hier bringen soll. Ich habe der Polizei schon alles gesagt. Und das sind ja wohl die Profis, wenn es um Beweisaufnahme geht. Also gehen Sie. Na gut, ich kann Sie zu Ihrem Glück nicht zwingen. Anscheinend stehen Sie auf Friedhofsblumen. Aber gut, wenn Sie vielleicht doch noch mit mir reden wollen. Sie können mich jederzeit anrufen, hier ist meine Karte. Wiedersehen. Dr. Titus, bitte dringend in die Aufnahme. Herr Vollende, was hat er zu Ihnen gesagt? Was ist nur mit ihm los? So was habe ich ihn noch nie erlebt. Er war ganz anders früher und ich wüsste das gar nicht. Das kann ich Ihnen leider auch nicht sagen. Mit mir wollte er auch nicht sprechen.
Aber während ich bei ihm war, da wurde ihm ein Blumenstrauß geliefert. Friedhofsblumen. Das sah aus wie eine Drohung. Friedhofsblumen? Ja, das waren dunkle Tulpen. In unserem Kulturkreis verbindet man damit Trauer und Tod. Sowas verschenkt man nicht. Hat Ihr Mann vielleicht im Vorfeld dieses Stromanschlags irgendwelche Drohungen erhalten, Briefe bekommen oder ähnliche Nachrichten? Das kann sein, aber davon hat er mir nichts erzählt. Das müssen wir aber unbedingt rausfinden, denn es könnte wertvolle Hinweise auf den wahren Täter liefern. Können Sie sich vielleicht mal zu Hause umschauen? Vielleicht finden Sie bei seinen Sachen ja entsprechendes. Ja, ich schau mal zu Hause nach. Gut, also, dann gehen wir mal. Hm? Moment mal. Das ist Papier von dem Blumengeschäft. Da steht sogar auch eine Adresse und eine Telefonnummer drauf. Ich rufe da gleich mal an. Paradies Veit am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Ja, guten Tag, Vorländer hier. Ich bin gerade zu Besuch bei Herrn Gleisner im St. Josephs Klinikum, in das Sie gerade für den Herrn Gleisner Blumen geschickt haben. Moment, warten Sie. Ich schaue nach. Ja, das stimmt. Auf der Karte ist leider kein Absender vermerkt und der Herr Gleisner würde sich sehr gerne bedanken, deswegen meine Nachfrage. Wissen Sie, von wem diese Blumen in Auftrag gegeben wurden? Nee, das tut mir leid. Ich habe auch keinen Namen. Das wurde direkt hier in Auftrag gegeben und bar bezahlt. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es eine Dame war. Eine Dame? Wie sah die denn aus? Oh, das tut mir leid. Das kann ich Ihnen echt beim besten Willen nicht mehr sagen. Hier kommen jeden Tag so viele Leute rein. War die Dame vielleicht schwanger? Nee, das wüsste ich bestimmt. Daran würde ich mich bestimmt erinnern. Jedenfalls war nichts zu sehen. Okay, dann ist es nicht die Bekannte, an die ich gerade gedacht habe. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Ja. Der Blumenstrauß wurde von einer Frau in Auftrag gegeben, die nicht schwanger ist. Ja, damit scheidet schon mal die Freundin von Holger Schöffer aus. Aber wer ist es dann gewesen? Felt like the weight of the world was on my